Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Aaron. 100.000 Euro möchte ich im Jahr 2021 an der Börse investieren. Und nun ist der Monat Mai bereits vorüber, das heißt, wir haben fast Halbzeit. Noch einen Monat, dann haben wir Halbzeit. In diesem Video soll es um meine Investitionen, Dividenden und die Performance im Monat Mai gehen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Video. Beginnen wir wie immer mit dem kleinen 0815 Dividendenstrategiedepot. Hier habe ich große Überraschung, wie jeden Monat 250 Euro in 10 Werte investiert. Das ist ja auch genau genommen das letzte Mal, dass ich dieses Depot hier mit 250 Euro bespare. Wie das mit dem Depot hier weitergeht, was da geplant ist, dazu habe ich ja schon ein etwas umfangreicheres Video gedreht. Also in diesem Monat wieder mal 250 Euro, jeweils 25 Euro in die folgenden Werte. Einmal Mastercard, Nike, Broadcom, Altria, Johnson & Johnson, McDonald's, Procter & Gamble, Starbucks, Microsoft und in die Apple-Aktie. Im Depot sieht es aktuell wie folgt aus. Depotwert sind hier 15.176 Euro. Hat sich kaum verändert zum Vormonat, wobei, wenn man den Kaufwert betrachtet, sind 11.035 Euro. Und wer bei den letzten Videos etwas aufmerksamer war, der weiß, ich stand hier, glaube ich, erst bei 42% im Plus, dann waren es 40% im Plus und jetzt sind es nur noch 37,5% im Plus. Das heißt, aktuell lässt dieses Depot ein kleines bisschen federn, ist aber vielleicht auch ganz gesund. Einige Werte waren hier doch relativ heiß gelaufen, allen voran natürlich Apple, und Apple macht im Depot, wir können hier nochmal kurz zurückspringen, Apple hat immerhin einen Anteil an diesem Depot von fast 17%. Das heißt, ich bin nach wie vor bei über 100% hier im Plus, aber muss natürlich auch sagen, da ich immer weiter über die Sparpläne weiterkaufe, dadurch geht natürlich der Durchschnittskaufpreis, den ich habe, steigt immer weiter an, aber dafür bin ich hier nach wie vor bei über 100% im Plus, also alles gut. Rote Laterne geht wie jeden Monat an die Altria-Aktie, das ist jetzt keine Überraschung, ist mal 3% im Plus, mal 5% im Minus, die schwankt ja doch ein kleines bisschen heftiger, aber wie gesagt, alles in allem wieder wie jeden Monat 250 Euro in dieses Depot. Stur und stetig geht es weiter. In dem anderen Depot, in dem großen Depot, ist natürlich wieder ein kleines bisschen mehr passiert. Ich habe als allererstes meine Sparpläne ausgeführt. Das heißt, das ist in erster Linie gewesen hier Canadian National Railway. Dann haben wir LTC Properties, dann Waste Management, Illinois Tool Works und JP Morgan. Dazu kommen noch Denham, SAP und die Visa-Aktie. Das sind jetzt 8 Werte gewesen, immer so alle zwischen 100 und 150 bis 200 Euro. Denham zum Beispiel habe ich, glaube ich, mit 200 Euro aktuell im Sparplan. Das heißt, es sind in Summe 1.150 Euro gewesen, plus die 250 Euro von dem 0815 Dividendenstrategie-Depot sind 1.400 Euro und dazu kommen nochmal 500 Euro von der Sparplanoffensive, dieses neue Projekt. Da habe ich wieder investiert 250 Euro in den FTSE Developed World, 120 Euro in die FTSE Emerging Markets und jeweils 25 Euro in Apple, Mastercard, Danaher und in Louis Vuitton. Entwickelt sich auch ganz ordentlich, guck mal hier mal im Diagramm, ist jetzt quasi das vierte Mal ausgeführt worden, sind jetzt auch schon über 2000 Euro, die hier in diesem Depot drin sind. Aber kommen wir zurück zu dem großen Consorsbank Depot. Ich habe neben den Sparplänen, das waren quasi nochmal 500 Euro, das heißt, ich habe in Summe für 1900 Euro meine Sparpläne ausgeführt. Und nun muss ich sagen, habe ich ja das Ziel, 100.000 Euro zu investieren, und ich habe in diesem Monat nur noch einen weiteren Extrakauf getätigt und der war nicht mal besonders groß. Ich habe noch für 1.000 Euro Anteile am FTSE Developed World gekauft. Das heißt, ich habe jetzt 9.788 Euro drinnen. Das macht jetzt hier etwas über 5% aus, 5,32% Anteil am Depot ist jetzt dieser ETF, und das war es auch schon. Das heißt, ich habe in diesem Monat wirklich nur sehr, sehr wenig investiert. Ja, das ist nicht ganz so prickelnd, aber da kommen wir dann gleich zum Schluss nochmal dazu. Kommen wir nochmal zur Performance. Da haben wir hier bei dem Climb-Depot, habe ich gesagt, oder bei dem Climb, bei dem 0815 Dividendenstrategie-Depot, minus 1,8% ist natürlich nicht so prickelnd, heißt jetzt aufs Jahr gerechnet nur 5,1%. Lief dafür halt im letzten Jahr ein kleines bisschen besser. Wenn wir bei dem großen Depot gucken, das ist, glaube ich, ja, das war
plus minus 0 in diesem Monat, ist aber quasi jetzt auch 11,9% im Plus. Dafür lief es halt im letzten Jahr nicht so gut, gleicht sich quasi wieder so ein kleines bisschen aus, aber interner Zinsfuß ist nach wie vor bei 11%, also alles in Ordnung. Ein Depot, was in diesem Monat bei mir wirklich, in diesem Jahr wirklich unfassbar gut läuft, ist das Sparplan-Offensive Depot vom letzten Jahr. Der ein oder andere wird sich erinnern, ich habe vor reichlich einem Jahr damit angefangen. Warte mal, wir können mal hier gucken. Ich habe im November 19 angefangen und das Depot ist ja komplett eingebrochen, war die absolute Katastrophe am Anfang, weil wenn man sich die Werte anguckt, die sind halt komplett eingebrochen. Also keine Ahnung, eine Wells Fargo ist massiv eingebrochen, eine Public Storage, aber auch hier Shell ist ja die Katastrophe, wie der eingebrochen ist, die Werte. Und inzwischen sieht es aber ganz, ganz anders aus. Also wenn wir hier mal auf die Performance gucken, das Depot ist jetzt in diesem Jahr, hier könnt ihr sehen, letztes Jahr 10% im Minus und dafür jetzt dieses Jahr 18,9% im Plus und auch jetzt im Monat Mai wieder 2,1%. Wir reden jetzt hier über einen internen Zinsfuß von über 20%, was das Depot gerade zulegt, ist richtig, richtig cool. Ja, also so viel zur Performance der einzelnen Depots. Und jetzt kommen wir noch zu den Dividenden. Und da fange ich hier auch mal an, weil dieses Depot war ja angelegt mit dem Slogan, wir kaufen Einkommen. Also ging es ja wirklich darum, eine einkommensbasierte Strategie zu fahren. Und das ist jetzt, das muss man sagen, ist gelungen. Inzwischen läuft das Depot auch ansonsten sehr gut, aber die Dividenden sind natürlich bombastisch. Es gab ja hier allein im April hatte Rio Tinto ausgeschüttet mit 23 Euro und jetzt in diesem Monat sind es 24 Euro in diesem kleinen Depot. Also das ist echt, ist richtig krass, wie sich das entwickelt. Auch wenn wir hier den Vergleich zum Vorjahr nehmen, da sind wir jetzt schon bei 48 Euro für dieses Jahr. Doch alles in allem relativ kleine Depot. Wir reden hier über 4.100 Euro, die ich in diesem Depot drin habe. Also richtig ordentliche Dividenden. Kommen wir zum 0815 Dividendenstrategie-Depot. Da war es auch ein bombastischer Monat, kann man gar nicht anders sagen. Ganz einfach, weil die Vonovia ausgeschüttet hat. Die Vonovia, ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht so genau, warum die ausgeschüttet haben. Normalerweise schütten die, glaube ich, im Juni aus. Also hier, wir sehen es 2018, 2019 hat die Vonovia noch im Juni ausgeschüttet. Letztes Jahr war es dann durch Corona ein bisschen verzögert. Da ist es dann auf den Juli gegangen. Und jetzt haben wir das Ganze schon im Mai. Dadurch ist das Ganze halt so ein kleines bisschen künstlich noch nach oben gezogen, aber auch ansonsten war es kein schlechter Monat, haben trotzdem relativ viele Werte ausgeschüttet und so sind es in Summe 36 Euro, die in diesem Depot an Dividenden gekommen sind. Können wir hier nochmal kurz springen, das ist eigentlich immer eine schöne Sache. Moment, hier sehen wir es nicht. Hier können wir es gut sehen. So, ich hoffe, dass ihr also gut erkennen könnt. Hier die Vonovia habe ich, glaube ich, 2017 gekauft, also 2018 das erste Mal Dividende bekommen. Und das ist eigentlich das Schöne für Dividendeninvestoren. Man sieht hier wirklich von am Anfang 10,97 Euro gibt es jetzt bereits 14,05 Euro, ohne dass ich weitere Anteile gekauft habe. Einfach was die Dividendenerhöhung ausmacht, dass es einfach jedes Jahr ein kleines bisschen mehr Dividende gibt. Das lässt doch so das Herz des einkommensorientierten Investors höher schlagen. Also ich finde es zumindest immer eine schöne Sache. Alles in allem war quasi dahingehend ein guter Monat, was die Dividenden hier angeht. Und hier auch sehr guter Monat, klar der Monat Mai. Ich habe einige Einmalzahler im Depot, auch wenn das eher kleinere Positionen sind, vielleicht mit Ausnahme der SAP. Aber dadurch gab es hier auch über 300 Euro an Dividenden. Und dabei entfällt natürlich ein Großteil auf die BASF mit 80 Euro, was da an Dividende gekommen ist. Dann British American Tobacco auch richtig ordentlich mit 62 Euro und die SAP mit 57 Euro ist natürlich auch ganz ordentlich dabei. Hier ein bisschen verrückt. Ich war mir relativ sicher, dass ich Tanger Factory Outlet vor dem Ex-Dividendentag verkauft habe, aber warum auch immer gab es nochmal 12,39 Euro Dividende. Gut, sei es drum, geschenkt. Gekauften Maul guckt man nicht ins Maul oder wie der Spruch lautet. Und dazu hat noch Fresenius ausgeschüttet mit 17,41 Euro. Das, hier sieht es leider nicht so schön aus wie bei der Vonovia. Wir sehen es, 2019 habe ich den Sparplan damals auf die Fresenius SE gestoppt. Damals habe ich 17 Euro bekommen, jetzt bekomme ich 17 Euro. Also als einkommensorientierter Investor ist das jetzt nicht so die Traumaktie gewesen. Aber ansonsten alles in allem über 300 Euro, wollen wir uns nicht beschweren, geht in eine gute Richtung. So, kommen wir zur Zusammenfassung des Ganzen in meinem Excel-Tabelle. Ihr seht es schon hier, alles rot. Uiuiuiui. Im Depot grundsätzlich bin ich richtig froh, guckt euch das mal an, wenn wir hier reinspringen. Jetzt ist ja, der ein oder andere wird sich an letztes Jahr erinnern, da war ja dann teilweise irgendwie die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte rot. Und jetzt gucken wir uns das hier an und da ist wieder super, super viel grün. Sieht eigentlich super aus. Auch was die internen
Zinsfüße, was den internen Zinsfuß angeht, sieht richtig, richtig gut aus. Aber hier ein paar Werte sind natürlich nach wie vor im Roten, aber alles in allem überwiegt inzwischen wieder ganz deutlich das Grün. Hier sieht es leider noch nicht so grün aus, sondern hier ist einfach mal nur alles rot. Das hier machen wir auch gleich mal noch rot. So, wenn schon, denn schon. Also, bei der Comdirect zum Stichtag 31. Mai war der Depotwert bei 14.874 Euro. Bei der Consorsbank und dem anderen Depot sind es 189.000 Euro gewesen. Das heißt, gesamt bin ich nach wie vor über den 200.000 Euro, auch wenn es diesen Monat ein kleines bisschen, einen kleinen Rückgang gab, insbesondere halt durch das 0815 Dividendenstrategie-Depot. Da ging es ja ein kleines bisschen zurück. Aber gut, dadurch Rückgang von 564 Euro. Das heißt, meine Kursgewinne in diesem Jahr liegen nur noch bei 17.850 Euro. Investiert habe ich in diesem Monat, oben seht ihr es, 1.900 Euro plus 1.077 Euro ergibt nur 2.977 Euro. Nur ist trotzdem unfassbar viel Geld, darf man nicht vergessen. Aber bedeutet natürlich, dass ich in Summe einfach nicht so viel investiert habe, wie ich investiert haben müsste. Moment, die Berechnung hier stimmt gerade nicht, sehe ich gerade. So, guck mal, jetzt stimmt's. 23.506 Euro habe ich bis jetzt investiert. Das sind quasi 23% statt den 41%, die ich investiert haben müsste. Das heißt, nach Adam Ries fehlen 18%, 18,16 oder 18.160 Euro. Das ist eine richtig große Stange Geld, die mir da fehlt. Dividenden sehen in diesem Monat dafür ganz ordentlich aus, auch im verglichen mit den Vorjahres, mit den gleichen Monaten im Vorjahr. Ich hatte 363 Euro, das sind die aufgeschlüsselten Positionen, die ihr hier oben seht. Natürlich, letztes Jahr war es künstlich ein kleines bisschen niedriger, weil die BASF letztes Jahr ja ebenfalls nicht im Mai ausgeschüttet hatte, sondern ich glaube dann im Juni. Deswegen ist es letztes Jahr im Juni hier ein bisschen stärker gewesen. Und ja, das werden wir dann hier quasi den Vergleich im nächsten Monat haben. Alles in allem muss ich natürlich sagen, ich erreiche die 100.000 im Leben nicht. Wir haben jetzt 5 von 7 Monate Syndrom und ich bin gerade mal bei 23.000 Euro. Also um die 100.000 Euro zu investieren, muss ich nochmal eine richtige Schippe draufpacken, damit das erreicht wird. Mit dieser Geschwindigkeit wird das so definitiv nichts. Ich muss sagen, ich habe in den letzten Monaten oder jetzt insbesondere in den ersten Monaten mein Geld ins eigene Unternehmen gesteckt und weniger an die Börse. Da muss ich jetzt, aber das kippt jetzt wieder so ein kleines bisschen. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt möglicherweise, wenn der Umzug bezahlt ist, dass es in den nächsten Monaten dann wieder deutlich mehr Geld gibt, was für die Börse zur Verfügung steht. Also hoffen wir mal, dass die Kurse jetzt mal ein kleines bisschen nachgeben, damit ich wieder ordentlich einkaufen kann. Was die Dividenden im Vergleich angeht, haben wir hier, gehen wir hier nach drüben, haben wir, ja, ordentlicher Sprung im Jahr 2021, kann man gar nicht sagen. Hier im Monat Mai ist natürlich wirklich super, wobei das halt durch die BASF so ein kleines bisschen verzerrt ist. Spannend wird dann quasi der nächste Monat, weil im Monat Juni letztes Jahr die BASF ausgeschüttet, die dieses Jahr nicht der Fall ist. Mal gucken, wie hoch das dann im Juni doch alles in allem steigt. Und was die Vermögensentwicklung angeht, denke ich, kann ich mich auch nicht beschweren. Ist nach wie vor so, dass ich solide im Plus bin, Depotwert, es sind ja über 200.000 Euro nach wie vor und investiert habe ich hier was, 177.000 Euro, also ist nach wie vor alles im grünen Bereich, entwickelt sich alles in eine gute Richtung und kann halt nicht jeden Monat so nach oben gehen. Wichtig ist, dass man jeden Monat trotzdem weiter investiert, jeden Monat investieren ist ultra wichtig. Das ist einfach, ja, es ist ein Marathon, man muss da langfristig dabei bleiben und nicht nur jeden Monat investieren, sondern auch wirklich konsequent Jahr für Jahr immer weiter rein, am besten über Sparpläne oder anderweitig das Ganze automatisieren, dass man wirklich jeden Monat kauft, dann entsteht das Ganze von ganz allein. Wir sehen es hier ganz am Anfang, es hat ewig gedauert, bis es richtig angefangen ist, loszugehen, sage ich mal, und inzwischen geht es wirklich richtig ordentlich, geht in eine richtig gute Richtung alles in allem, muss ich sagen. Nur jetzt muss ich natürlich noch ein kleines bisschen mehr Gas geben, sonst wird das hier nichts mit den 100.000 in diesem Jahr. So, viel gequatscht, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.